Moin, mein Name ist Carsten Todd. Willkommen bei Hottentott, Hottentott, Hottentott. Bis die blauen Linux mit der Tür einbrennen, kann ich erstmal versuchen, einen Teil der GZ-Gebühren anständig zu verbraten. Sonderlin, Chaot, Freigeist. Sonderlin, Chaot, Freigeist. Sonderlin, Chaot, Freigeist. Gebt mir einfach mal 100 Sendungen Zeit und die Welt wird schon ein kleines bisschen verrückter sein. Es wird mal wieder Zeit, ein paar Schranken zu durchbrechen. Wunderbar, wunderbar. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ach, alles, ja, was... Sie gehen mir auf den Sack, echt. Ja, you took a piece of my heart. I never thought that this could fall apart. You said you fell in love, and this was more than I had ever been afraid of. Das macht mich stolz und dankbar. Punkt 3.1. Die Sittlichkeit menschlicher Handlungen. Die katholische Kirche unterscheidet Quellen der Sittlichkeit menschlicher Handlungen. 53, 54. Der sittliche Charakter menschlicher Handlungen hängt von drei Quellen ab. Vom gewählten Objekt, also davon, ob ein wahres oder ein nur scheinbares Gut gewählt wird, von der Absicht des handelnden Subjekts, das heißt vom Ziel, das mit der Handlung angestrebt wird, und von den Umständen der Handlung einschließlich ihrer Folgen. 55. Eine Handlung ist sittlich gut, wenn zugleich das Objekt, die Absicht und die Umstände gut sind. 56. Das gewählte Objekt allein kann ein Handeln als Ganzes zu etwas Schlechtem machen, auch wenn die Absicht gut ist. 57. Es ist nicht erlaubt, etwas Schlechtes zu tun, damit etwas Gutes daraus entsteht. 58. Eine schlechte Absicht macht die Handlung zu etwas Schlechtem, selbst wenn ihr Objekt an sich gut ist. 59. Dagegen macht eine gute Absicht ein Wegen seines Objektes schlechtes Verhalten nicht gut, denn der Zweck rechtfertigt nicht die Mittel. 60. Die Umstände können die Verantwortung des Handelnden vermindern oder vermehren, können aber nicht die sittliche Beschaffenheit der Handlungen selbst ändern. Niemals machen sie eine in sich schlechte Handlung gut. 61. Als zusätzliche Unterhaltungselemente erstellte ich für diesen Unterpunkt eine literarische Kurzgeschichte und ein Lied. Auf diese Elemente wird zusätzlich im Anhang literarischer Geschichten als Unterpunkt 1 der Kirchenbesuch sowie im Anhang Musikproduktionen als Unterpunkt 3. Ich lasse den Papst verrecken, weil es die Kirche will, verwiesen. Anhang literarischer Geschichten. Punkt 1. Der Kirchenbesuch. Ich ging an einem schönen Sommertag über den Markt. Die Luft war frisch. Die Sonne erleuchtete mir den Moment.
Zahlreiche Menschen rinnen ihren Weg. Ganz leicht roch es nach Bratwürsten und frischen Brötchen. Nebendran kämpften die Tauben um die letzten Essensreste. Nach einer Weile erreichte ich eine Kirche. Ich dachte, so ein Kirchenbesuch ist mal eine besondere Gelegenheit, etwas zu tun, was man nicht jeden Tag macht. Vielleicht ließe sich ja die Architektur bestaunen oder tatsächlich ein Hauch dieser frommen Gläubigkeit erhaschen. Auf dem Weg in das Innere der Kirche lief mir gerade ein schwarz gekleideter Mann entgegen, vermutlich ein Pfarrer. Plötzlich blieb er stehen und schnappte nach Luft. Er konnte nicht mehr weiter und keuchte mir entgegen, er hätte einen Herzanfall. Niemand der anderen Menschen bemerkte etwas. Da die Kirche etwas entfernt vom Markt war, hätte auch lautes Rufen nicht viel genutzt. Einen Krankenwagen hätte ich ebenfalls nicht rufen können, denn der Akku meines Smartphones war leer. Die einzige Möglichkeit, sein Leben zu retten, wäre gewesen, ein in der Nähe unbeobachtetes Auto zu klauen, um ihn damit ins Krankenhaus zu fahren. Das wäre aber eine schlechte Tat gewesen. Was wäre nur gewesen, wenn diese Geschichte tatsächlich passiert wäre und es kein Pfarrer, sondern der Papst gewesen wäre? Soll ich den Papst wirklich sterben lassen, damit ich keine schlechte Tat begehe? Anhan Musikproduktionen. Punkt 3. Ich lasse den Papst verrecken, weil es die Kirche will. Dieses musikalische Werk erstellte ich vollständig selbst. Ich schrieb selbst den Text, sprach es selbst ein und produzierte es auch selbst. Ich gestaltete es also in seinem vollen Umfang selbst und selbstständig. Lediglich für den musikalischen Hintergrund bearbeitete ich selbst ein fremdes Werk. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von Basematic mit dem Titel Le Madeleine au Truf, composed by Jarvis. Weil es die Kirche will, ich lass den Papst verhacken, das ist das Kirchenziel. Ich lass den Papst verhacken, weil man Gutmensch ist. Ich lass den Papst verhacken, das macht ein guter Christ. Begehe keine schlechte Tat, das hat die Bibel gesagt. Auch nicht, wenn du was Gutes willst. Mittel werden nicht geheiligt vom Ziel. Ich soll mich gut verhalten und stetig mein Herz einschalten. Das Ergebnis ist zwar manchmal hart, aber ich begehe keine schlechte Tat. Ich lass den Papst verhacken, weil es die Kirche will. Ich lass den Papst verhacken, das ist das Kirchenziel. Ich lass den Papst verhacken, weil man Gutmensch ist. Ich lass den Papst verhacken, das macht ein guter Christ. Er kehrt ein in sein Paradies, und das ist noch nicht mal mies. Das will die Kirche so. Und alle Menschen sind sehr froh, wir wählen eben frisch. Der weiße Rauch ist schon in Sicht. Das Ergebnis ist zwar hart, aber ich begehe keine schlechte Tat.
Ich lass den Papst verhacken, weil es die Kirche will. Ich lass den Papst verhacken, das ist das Kirchenziel. Ich lass den Papst verhacken, weil man Gutmensch ist. Ich lass den Papst verhacken, das macht ein guter Christ. Wir können es kaum fassen, so entsteht Liebe, niemals hassen. Das Ergebnis ist zwar hart, aber ich begehe keine schlechte Tat. Ich lass den Papst verhacken, weil es die Kirche will. Ich lass den Papst verhacken, das ist das Kirchenziel. Ich lass den Papst verhacken, weil man Gutmensch ist. Ich lass den Papst verhacken, das macht ein guter Christ. Punkt 3.2. Die Position der Kirche hinsichtlich der Leidenschaften. Die katholische Kirche akzeptiert auch Leidenschaften. 62. Leidenschaften sind Gefühle, Affekte oder Bewegungen des Empfindungsvermögens, die natürliche Regungen der menschlichen Seele sind und zum Handeln oder Nichthandeln trennen, je nachdem, ob etwas als gut oder als schlecht empfunden wird. 63. Hierzu zählen Liebe, Hass, Verlangen, Furcht, Freude, Traurigkeit und Zorn. 64. Liebe ist die wichtigste Leidenschaft. Allerdings liebt man nur Gutes. 65. Die Güte der Leidenschaften bestimmt sich durch die Handlung. 66. Ein guter Rat ist das Gewissen, die Stimme Gottes. 67. Allerdings ist nie erlaubt, Böses zu tun, damit daraus etwas Gutes hervorgehe. 68, 69. Neigungen zu Vergnügungen zügelt die Mäßigung. 70. Die Liebe ist jene göttliche Tugend, durch die wir Gott über alles und aus Liebe zu Gott unseren Nächsten wie uns selbst lieben. 71. Die Sünde ist ein Wort, eine Tat oder ein Begehren im Widerspruch zum ewigen Gesetz. Heiliger Augustinus, 72. Und somit eine Beleidigung Gottes im Ungehorsam gegenüber seiner Liebe. 73, 74. Sie verwundet die Natur des Menschen und beeinträchtigt das menschliche Zusammenleben. 75. Sünden lassen sich durch Bereuen, Versöhnung und Läuterungsstrafen wieder gut machen. 76. Das sechste Gebot lautet, du sollst nicht Ehe brechen. 77. Weiter in den Geboten Christi heißt es, du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau. 78. Demnach wäre die Brust während der Ehe eine Sünde. Eine schwere Sünde wäre jedoch während einer Ehe mit einer Frau des besten Freundes zu schlafen. Schließlich bringen die 10 Gebote die Grundpflichten des Menschen gegenüber Gott und dem Nächsten zum Ausdruck. 79, 80. Auf zusätzliche Unterhaltungselemente zu diesem Unterpunkt wird verwiesen im Anhang literarischer Geschichten. Als 2.
abgeblitzt und im Anhang der Gespräche zwischen Kunstfiguren als zwei Besprechungen zu den Kirchensünden. Anhang literarischer Geschichten. Punkt 2. Abgeblitzt. Es war mal wieder ein einsamer Abend für Michel. Er war nicht alleinstehend. Er war ein Mann mittleren Alters, war verheiratet, hatte zwei Kinder und war bekennender, gläubiger Christ. Das ändert aber nichts daran, dass er etwas Abwechslung suchte und sexuelle Abenteuer liebte. Er befand sich gerade auf Geschäftsreise für seine nächsten Interviews, die er als gefeierter Journalist führen sollte. Sein Koks verleiht er schon alle. Er wusste nicht, wie er die nächsten 2-3 Stunden überbrücken sollte. Daher entschied er sich, zum Telefonhörer zu greifen und ein paar Leute anzurufen. Unter einem Stapel Arbeitspapiere blitzte unverdächtig eine fremde Telefonnummer hervor. Er dachte, er sollte dort mal anrufen und Hallo sagen. Vielleicht lernt er ja dadurch interessante Leute oder seinen nächsten Interviewgast kennen. Kaum hatte er die Nummer gewählt, schon hauchte eine zärtliche, erotische Stimme ins andere Ende der Leitung. Es war die Nummer des städtischen Bordells. Sie fragte, ob er etwas Abenteuer brauche und sie ein Mädchen vorbeischicken sollen. Michel war etwas irritiert, aber hatte gleichzeitig starke Schuldgefühle. Er wollte nicht die wertvolle Zeit dieser einschlägigen, erfahrenen, fachkundigen Dienstleistungsagentur stehlen. Er war zwar verheiratet und hatte 2 Kinder, aber er dachte, wenn er schon ein Angebot erhält, dann müsste er auch zuschlagen. Also ließ er sich eine hübsche Dame auf sein Zimmer schicken. Der Preis spielte keine Rolle. Das Mädchen kam. Kaum angefangen war die Szene auch schon wieder vorbei. Kaum der Rede wert. Plötzlich klopfte es an seine Zimmertür. Es war nicht der Hotelservice. Michel öffnete leicht bekleidet die Tür und vor ihm stand seine liebende Ehefrau. Sie war zufällig durch eigene Geschäftsreisen unerwartet in die gleiche Stadt gekommen und wollte ihn überraschen. Das ist wohl gelungen. Und auch er hat sie überrascht. Die Freude war jedoch schnell aus den Gesichtern gewichen. Stattdessen wurde es etwas lauter und die benachbarten Zimmer hörten eine echte Reality-Soap. Michel entschuldigte sich und meinte, er hätte ja nur eine kleine Sünde begangen. Eine schwere Sünde wäre es ja erst, wenn er die Frau seines besten Freundes zu sich bestellt hätte. Seine Frau war von dieser Entschuldigung nicht so begeistert. Anhang der Gespräche zwischen Kunstfiguren. Punkt 2. Besprechung zu den Kirchensünden. Hallo alle miteinander. Hallo Professor, haben Sie schon wieder was von Steel Cage Burning gehört? Nein, aber es ist eine interessante Kurzgeschichte mit dem Titel Abgeblitzt rausgekommen. Was haltet ihr davon? Das kann absolut nicht sein. Ein leuchtendes Vorbild des journalistischen Handwerks schnupft Koks und bestellt sich Nuten, während seine Frau direkt vor der Tür steht. Bitte hört auf, euch zu streiten. Ein Ausrutscher kann doch jedem mal passieren. Er hat es bestimmt nicht so gemeint. Das ist in diesem Fall völlig egal. Er hat so etwas nicht zu tun, und laut dem veröffentlichten Werk war es ja auch bei weitem nicht das erste Mal. Naja, es ist schon etwas unfair für seine Frau, aber mein Gewerbe lebt eben auch von solchen Männern. Wenn er unsere Dienstleistungen gerne in Anspruch nehmen will, kann doch eigentlich niemand anderes etwas dafür. Man sollte vielleicht auch bedenken, was die katholische Kirche dazu sagt. Er hat seine Strafe durch die Prostitution abgemildert.
Eine schwere Sünde wäre es erst gewesen, wenn er die Frau seines besten Freundes zu sich bestellt hätte. Das ist in diesem Fall doch völlig egal. Schlimmer geht immer, aber eine solche Tat ist in jedem Fall absolut furchtbar. Man kann den Ärger darüber schon verstehen, aber es gibt Männer, die sind leider so. Wenn mir das passiert wäre, wüsste ich nicht, wie ich darauf reagieren sollte. Es gibt gute Psychologen. Wunderbar, 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 wunderbar. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ach, alles, was... Sie gehen mir auf den Sack, echt. Ja, took a piece of my heart. I never thought that this could fall apart. You said you fell in love, and this was more than I had ever been afraid of. Another life, another happy ending. It cuts like a knife. Another place, another time. Another hand to touch, another sun to shine. You got me deeper than deep and I'm constantly blind. Das macht mich stolz und dankbar. Stop it. Jetzt folgen eigene bekannte musikalische Werke. Ich beginne mit Kurzprojekt 1. Meine kurze Zitatsammlung mit besonderem Augenmerk auf den dritten Kinotrailer zu Star Wars Episode 7, Das Erwachen der Macht, plus den zweiten Kinotrailer zum Film Die Tribute to Panem, Mockingjay Teil 2, plus das Thema Fußball mit der Instrumentalisierung durch eine von mir bearbeitete Version des Musikstücks Hokuwako, welches im Original Love Shadow veröffentlichte. Darauf folgt Kurzprojekt 3, Teufel, eine aus Zitaten aufgebaute Kurzgeschichte mit dem musikalischen Hintergrund einer von mir bearbeiteten Version von Heavy Metal Heaven von UDO. Anschließend spiele ich Kurzprojekt 4, Trapattonis Knallschussfolge, eine kurze Zitatsammlung ohne Instrumentalisierung. Danach lasse ich hören Die Schornsteine stehen nicht still. Ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk, für das ich zur musikalischen Abrundung Spheres von Doxent bearbeitete. Viel Spaß! Bist du? Der berühmte schwarze Mann? Hey, Schwarzer, darfst du auch mitspielen? Nichts wird uns im Weg stehen. Es ist wahr. Und du kleiner Blindvogel, darfst du auch mitspielen? Ich habe nichts, wofür ich kämpfen kann. Dann müsst ihr euch aber einen neuen Vorstand holen. Du hast schon eine Brille, siehst aber trotzdem keinen Abseits. Die Yeti. Wer bist du? Ich bin niemand. Wir spielen bei den Schwag wie eine Flasche leer. Du pfeifst hier nie wieder, du Vollidiot. Die Nacht. Ich will doch nicht mehr gegen Chelsea spielen. Heute Nacht. Ich werde beenden, was du begonnen hast. Du begonnen hast. Da würde der nämlich jetzt wieder im Schnee und Eis spielen. Ich wurde nur für eine Sorge ausgezogen. Das Spiel ist bald zu Ende. Wer bist du? Meine liebe Miss Everdeen. Schlampe. Titten. Richtet eure Waffen auf das Kapitol. Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Oh. Dann fahr eine Alma aus dem Zelt.
Hallo. 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 Wunderbar. Das ist die Küchenwaage, mit der Sie den TNT-Sprengstoff abgewogen haben. Hier nur der Wörter, bla 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 bla. Frau Merkel sagt, wir schaffen das. Das ist die Küchenwaage, mit der Sie den TNT-Sprengstoff abgewogen haben. Das ist die Küchenwaage, mit der Sie den TNT-Sprengstoff abgewogen haben. Die Schornsteine stehen nicht still. Ich kann nicht sehen, was ich will. Überall ist nur Nebel und Rauch. Die Flammen brennen im Nebelrauch. Was hier geschieht, kann nicht gut sein. Da hilft weder Jammern noch Schreien. Wir müssen das in den Griff bekommen. Sonst wird uns unser Essen nicht bekommen. Die Maschinen stehen niemals still, erzeugen Tod, Hass, Schrott und Müll. Es gibt so viel Unheil auf dieser Welt, alles nur für das schnöde Geld. Eingebunden in diese Maschinerie kann sich leider kaum jemand entziehen. Was bleibt, sind nur noch Träume von einer besseren Welt, in der so viel mehr zählen möge, als nur das schnöde Geld. Die Schornsteine stehen nicht still. Ich kann nicht sehen, was ich will. Überall ist nur Nebel und Rauch. Die Flammen brennen im Nebelrauch. Was hier geschieht, kann nicht gut sein. Da hilft weder Jammern noch Schreien. Wir müssen das in den Griff bekommen. Sonst wird uns unser Essen nicht bekommen. Wer kann sich noch dagegen stellen, in einer Welt, in der viele, viele Dinge fehlen? Unser Herz sollte uns besser leiten. Wir sollten nicht nur Schmerz bereiten, doch wir tun es doch und immerfort. Uns fehlt oft der Mut, hier und dort. Abhängig von einem kranken System, unter dem wir leider alle schon viel zu lange stehen. Die Schornsteine stehen nicht still. Ich kann nicht sehen, was ich will. Überall ist nur Nebel und Rauch. Die Flammen brennen im Nebelrauch. Was hier geschieht, kann nicht gut sein. Da hilft weder Jammern noch Schreien. Wir müssen das in den Griff bekommen, sonst wird uns unser Essen nicht bekommen.
Wer kann in einer solchen Welt noch glücklich sein? In einer Welt voll Kummer, Schmerz und Leid. Für Gerechtigkeit muss endlich vieles enden. Besser ist, mit Herz und Verstand zu lenken. Dieses Erbe möchte die Gesellschaft nicht mehr tragen. Und eines Tages könnten kommende Generationen fragen, musste das denn wirklich sein? Wir brauchen Alternativen, das muss sein. Die Schornsteine stehen nicht still. Ich kann nicht sehen, was ich will. Überall ist nur Nebel und Rauch. Die Flammen brennen im Nebelrauch. Was hier geschieht, kann nicht gut sein. Da hilft weder Jammern noch Schreien. Wir müssen das in den Griff bekommen, sonst wird uns unser Essen nicht bekommen. Die Schornsteine stehen nicht still. Ich kann nicht sehen, was ich will. Überall ist nur Nebel und Rauch. Die Flammen brennen im Nebelrauch. Was hier geschieht, kann nicht gut sein. Da hilft weder Jammern noch Schreien. Wir müssen das in den Griff bekommen, sonst wird uns unser Essen nicht bekommen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe treue Hörer, bei anderen Sendungen wird regelmäßig eine Sommerpause eingelegt. Dies soll es bei Hottentot nicht geben. Allerdings werde ich eine Sommerflause einlegen. Grund dafür ist sicher, dass diese Sendung nur ein Hobbyprojekt ist, bei dem ich trotzdem versuche, immer wieder mit frischen eigenen Titeln zu überraschen. Diese Stücke benötigen Kreativität, Initiative und Zeit. Andere Sendungen suchen eben auch nur bekannte Titel anderer aus, die sie Woche für Woche ihrer Hörerschaft bis zum Erbrechen vorsetzen. Ich bin kein ausgebildeter Nachrichtensprecher und möchte auch keine weitere Chartshow aufziehen. Mein Ziel ist lediglich, euch zu unterhalten. Ich mache immer noch alles selber. Daher investiere ich auch entsprechend deutlich mehr Zeit. Ich betone Freizeit in diese hübsche Sendung namens Hottentot. Über den Sommer werde ich also weniger Neuvorstellungen präsentieren. Jedoch arbeite ich weiterhin an frischen Stücken, die ich dann ab Jahresende veröffentlichen möchte. Ein reichhaltiges Programm wird es trotzdem geben. Ich arbeite an so vielen Projekten, dass diese Sendung sicher nicht weniger unterhält, wenn man einige Titel ein paar Mal öfter hört. Bei anderen Sendungen gibt es eine Sommerpause. Bei Hottentot immerhin nur eine Sommerflause. Ich wünsche trotzdem weiterhin viel Spaß. Wunderbar. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ist alles, was... Sie gehen mir auf den Sack, echt. Ja,
took a piece of my heart. I never thought that this could fall apart. You said you fell in love, and this was more than I had ever been afraid of. Another life, another happy ending. It cuts like a knife. Another place, another time. Another hand to touch, another sun to shine. You got me deeper than deep, and I'm constantly blind. Das macht mich stolz und dankbar. Stop it. Jetzt folgen eigene bekannte musikalische Werke. Ich beginne mit: Hey, alter Römer. Ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk, bei dem ich zur musikalischen Unterstreichung Mistakes Were Most von Ghost bearbeitete. Darauf folgt The Queen Is Not Amused, ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk. Zur musikalischen Hinterlegung bearbeitete ich hierbei Verrückt von Icebreaker. Anschließend spiele ich Guru Gott, ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk, bei dem ich zur musikalischen Hinterlegung Swim Below as Leviathans von den Fireproof Babies bearbeitete. Danach lasse ich hören Adi Halt's Maul, ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk. Zur musikalischen Untermalung bearbeitete ich Milk and Honey von Habibi Chetam sowie Dim Tek Tek von Hadi See. Und last but not least, ich habe nichts, wofür ich kämpfen kann. Meine Zitatsammlung mit besonderer Beachtung des dritten Trailers zu Star Wars Episode 7, Das Erwachen der Macht, mit der Instrumentalisierung durch Kerasun, der Chiclo-Son, CDK Remix, welches im Original CDK veröffentlichte und von mir entsprechend angepasst wurde. Viel Spaß! Born in the middle, the center, the crossroads. You could go any which way. Hey, alter Römer, zeig mir deine Götter. Ich trinke mit dir Wein und deine Frau geht heim. Orken feiern kannst du gut und hast auch in der Schlacht den Mut. Ihr seid nicht wie die Griechen, das habt ihr uns bewiesen. Und doch ähnelt ihr euch sehr bei Frauen und Verkehr. Ihr steht in Gallien und in Rom, auch Ägypten kennt euch schon. Die ganze Welt hat einmal euch gehört. Wenige haben euch bestört. Handelsrouten um die Welt, Wohlstand, Ruhm, Macht und Geld. Das Heiligtum bestimmt ihr selbst. Selten hat sich jemand in den Weg gestellt. Hey, alter Römer, zeig mir deine Götter. Ich trinke mit dir Wein und deine Frau geht heim. Orken feiern kannst du gut und hast auch in der Schlacht den Mut. Ihr seid nicht wie die Griechen, das habt ihr uns bewiesen. Und doch ähnelt ihr euch sehr bei Frauen und Verkehr. Hey, alter Römer, zeig mir deine Götter. Ich trinke mit dir Wein und deine Frau geht heim. Orken feiern kannst du gut und hast auch in der Schlacht den Mut. Ihr seid nicht wie die Griechen, das habt ihr uns bewiesen. Und doch ähnelt ihr euch sehr bei Frauen und Verkehr. Allen Schlachtfeldern bis zum Sieg, mit Tieren, Bauern, Pferd und Artillerie, mit Schwein und Kampfhund
eurer Züchtung. Selten brauchtet ihr eine Impfung. Ihr kämpft euch einfach durch die Welt und macht sie so, wie sie euch gefällt. Die Frauen unterliegen euch in jedem Bett. Dabei ist der Klerus nicht besonders keck. Hey, alter Römer, zeig mir deine Götter. Ich trinke mit dir Wein und deine Frau geteilen. Orkin feiern kannst du gut und hast auch in der Schlacht für Mut. Ihr seid nicht wie die Griechen, das habt ihr uns bewiesen. Und doch ähnelt ihr euch sehr bei Frauen und Verkehr. Hey, alter Römer, zeig mir deine Götter. Ich trinke mit dir Wein und deine Frau geteilen. Orkin feiern kannst du gut und hast auch in der Schlacht für Mut. Ihr seid nicht wie die Griechen, das habt ihr uns bewiesen. Und doch ähnelt ihr euch sehr bei Frauen und Verkehr. The Queen is not amused. 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 Sie schaut nur so verdutzt. Ich mache hier, was ich will, auch wenn ich schieße übers Ziel. Doch ich bin Freigeist, Exzentriker, auch immer gegen alle Kritiker. Herr meines eigenen Weges, wer mein Freund ist, versteht es. The Queen is not amused. 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 Sie beobachtet meine Aktivitäten nur halb, verfolgt mich dafür aber äußerst kalt. Manchmal weiß ich selbst nicht, was ich tat, doch werde aus plötzlichem Himmel verjagt. Dabei ist doch sicher alles nur ein Scherz. Was soll denn alter Terz? Doch es bleibt, egal wie man es auch stutzt, the Queen is not amused. 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 Aus jeder Mücke wird ein Elefant. Nach jedem Tropfen beginnt ein Feuertanz. Mit aller Macht muss man mir versucht, mit voller Wucht auf meine Tafel gespuckt. Was das soll, das weiß wohl keiner. Wie sollte das auf einer? Unruhestille herrscht seit einem halben Jahr. Was davor war, bleibt wohl unklar. The Queen is not amused. 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 Nur eines, das ist sicher, und das wird leider bitter. The Queen is not amused. Sie schaut nur so verdutzt. The Queen is not amused. 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 The Queen is not amused.
Guru, Guru, Guru Gott, deine Nüsse sind nur noch Schrott. Guru, Guru, Guru Gott, warum machst du das Komplott? Guru, Guru, Guru Gott, für Gold und Silber all der Schmerz. Guru, Guru, Guru Gott, für manche bist du ein echter Scherz. Er trifft sich heimlich mit Verwandten, die in seinem Dienst bestanden. Alles nur für das eine Ziel, und das bedeutet ihm sehr viel. Er möchte eine echte Dame sein, doch dafür ist er noch nicht fein. Er möchte noch etwas verlieren und muss dabei sehr viel riskieren. Guru, Guru, Guru Gott, deine Nüsse sind nur noch Schrott. Guru, Guru, Guru Gott, warum machst du das Komplott? Guru, Guru, Guru Gott, für Gold und Silber all der Schmerz. Guru, Guru, Guru Gott, für manche bist du ein echter Scherz. Du möchtest gern ein Mädchen sein, doch Gott sagte zu dir nein. Du musst das Glück auf Erden suchen, damit dich edle Männer rufen. Ansonsten hast du keine Freude mehr und alles fällt dir nur sehr schwer. Du riskierst alles mit deinem Glauben, während andere dir die Ehre rauben. Guru, Guru, Guru Gott, deine Nüsse sind nur noch Schrott. Guru, Guru, Guru Gott, warum machst du das Komplott? Guru, Guru, Guru Gott, für Gold und Silber all der Schmerz. Guru, Guru, Guru Gott, für manche bist du ein echter Scherz. Sicher erwartet mich jetzt ein Fluch, daher wage ich nur noch einen Versuch. Als Frau willst du im Leben stehen, deine Eier müssen dafür gehen. So einfach ist es für dich nicht, doch du erwartest das auch nicht. Du möchtest eine Königin sein und das mit Sack, das ist nicht fein. Guru, Guru, Guru Gott, deine Nüsse sind nur noch Schrott. Guru, Guru, Guru Gott, warum machst du das Komplott? Guru, Guru, Guru Gott, für Gold und Silber all der Schmerz. Guru, Guru, Guru Gott, für manche bist du ein echter Scherz. Guru, Guru, Guru Gott, deine Nüsse sind nur noch Schrott. Guru, Guru, Guru Gott, warum machst du das Komplott? Guru, Guru, Guru Gott, für Gold und Silber all der Schmerz. Guru, Guru, Guru Gott, für manche bist du ein echter Schatz. Halsmaul, Adi Halsmaul, Adi, Adi, Adi Halsmaul, Adi Halsmaul, Adi Halsmaul, Adi, 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 Adi Halsmaul, Adi, Adi Halsmaul, Adi Halsmaul, Adi, Adi, Adi Halsmaul, Adi Halsmaul, Adi Halsmaul. Atti, 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 Atti Halsmaul. Ich mache jetzt den Führer knapp, der geht mir lange auf den Sack. So wie ich es gerne werden, besser, aber du kannst sterben. Ich bin besser, ich bin besser, ich bin besser als Adolf Hitler. Ich bin besser, ich bin besser, ich bin besser als Adolf Hitler. Atti Halsmaul, Atti Halsmaul. Atti, Atti, Atti Halsmaul, Atti Halsmaul, Atti Halsmaul, Atti, 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 Atti Halsmaul, Atti, Atti Halsmaul, Atti Halsmaul, Atti, Atti, Atti Halsmaul, Atti Halsmaul, Atti Halsmaul. Atti, 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 Atti Halsmaul.
lasst den Adi sterben, lasst den Adi sterben, lasst den Adi sterben, lasst den Adi sterben. Adi halt's Maul, Adi halt's Maul, Adi, Adi, Adi halt's Maul, Adi halt's Maul, Adi halt's Maul, Adi, 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 Adi halt's Maul, Adi, Adi halt's Maul, Adi halt's Maul, Adi, Adi, Adi halt's Maul, Adi halt's Maul, Adi halt's Maul, Adi, 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 Adi halt's Maul. Lasst den Adi sterben, 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 lasst den Adi sterben. Adi halt's Maul, Adi halt's Maul, Adi, Adi, Adi halt's Maul, Adi halt's Maul, Adi halt's Maul, Adi, 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 Adi halt's Maul, Adi, Adi halt's Maul, Adi halt's Maul, Adi, Adi, Adi halt's Maul, Adi halt's Maul, Adi halt's Maul, Adi, 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 Adi halt's Maul. Der berühmte schwarze Mann, schwarze Mann. Da hört sich wunderbar an, da hört sich wunderbar an. Ich hab nichts, wofür ich kämpfen kann. Da hört sich wunderbar an, wunderbar an, wenn man keinerlei Verantwortung hat. Die Nacht. Heute Nacht. Einfach alles. Lass es einfach zu. Da hört sich wunderbar an, wunderbar an, wunderbar an. Ich hab nichts, wofür ich kämpfen kann. Es gibt Geschichten über das, was passiert ist. Ein Trainerin ist... Du pfeifst hier nie wieder, du Vollidiot. Ein Trainerin ist ein Idiot. Du pfeifst hier nie wieder, du Vollidiot. Um Leben und Tod. Ich hab nichts, wofür ich kämpfen kann. Da hört sich wunderbar an, wunderbar an, wunderbar an. Ich hab nichts, wofür ich kämpfen kann. Da hört sich wunderbar an. Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Was lachst du? Was lachst du? Was lachst du? Wer bist du? Weil ich genau die gleichen Rechte hab wie du. Wer bist du? Weil ich genau die gleichen Rechte hab wie du. Weil ich genau die gleichen Rechte hab wie du. Sie ruft nach dir. Verstehen Sie? Sie ruft nach dir. Sie ruft nach dir. Verstehen Sie? Sie ruft nach dir. Als ich den Kabinengang betrat, warfen die Zuschauer Bierflaschen nach mir. Eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Sie ruft nach dir, sie ruft nach dir, sie ruft nach dir. Wo der Schiri zum Freiwild wird, wo der Schiri zum Freiwild wird. Sie ruft nach dir, sie ruft nach dir, sie ruft nach dir. Eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Als ich den Kabinengang betrat, warfen die Zuschauer Bierflaschen nach mir. Sie ruft nach dir, sie ruft nach dir, sie ruft nach dir.
habe nichts, wofür ich kämpfen kann. Der berühmte schwarze Mann, schwarze Mann. Da hört sich wunderbar an, da hört sich wunderbar an. Ich habe nichts, wofür ich kämpfen kann. Da hört sich wunderbar an, wunderbar an, wenn man keinerlei Verantwortung hat. Die Nacht. Heute Nacht. Einfach alles. Lass es einfach zu. Da hört sich wunderbar an, wunderbar an, wunderbar an. Ich habe nichts, wofür ich kämpfen kann. Es gibt Geschichten über das, was passiert ist. Ein Trainer in Mister. Du pfeifst hier nie wieder, du Vollidiot. Ein Trainer in Mister. Ein Idiot. Du pfeifst hier nie wieder, du Vollidiot. Um Leben und Tod. Ich habe nichts, wofür ich kämpfen kann. Da hört sich wunderbar an, wunderbar an, wunderbar an. Ich habe nichts, wofür ich kämpfen kann. Da hört sich wunderbar an. Es ist wahr. Es ist wahr. Es ist wahr. 15.000 Menschen bei der letzten Demonstration von Pegida. Es ist wahr. Es ist wahr. Es ist wahr. Und es macht mich stolz und dankbar. Der Funktionär und der Fan. Der Ultra. Es ist wahr. Es ist wahr. Es ist wahr. Wir sind Freunde der USA. Ich habe auch andere Meisterschaften gesehen in Europa. Ohne die Hände in die Allianz Arena. Es ist wahr. Es ist wahr. Es ist wahr. Aber ich weiß, was denken über diese Spiele. Lieber gehe ich in die Regionalliga. Fußball brutal. Fußball brutal. Fußball brutal. Es ist wahr. Es ist wahr. Es ist wahr. Aber ich weiß, was denken über diese Spiele. Der Funktionär und der Fan. Der Ultra. Es ist wahr. Es ist wahr. Der berühmte schwarze Mann, schwarze Mann. Da hört sich wunderbar an, da hört sich wunderbar an. Ich habe nichts, wofür ich kämpfen kann. Da hört sich wunderbar an, wunderbar an, wenn man keinerlei Verantwortung hat. Die Nacht. Heute Nacht. Einfach alles. Lass es einfach zu. Da hört sich wunderbar an, wunderbar an, wunderbar an. Ich habe nichts, wofür ich kämpfen kann. Es gibt Geschichten über das, was passiert ist. Ein Trainer in Mister. Du pfeifst hier nie wieder, du Vollidiot. Ein Trainer in Mister. Ein Idiot. Du pfeifst hier nie wieder, du Vollidiot. Um Leben und Tod. Ich habe nichts, wofür ich kämpfen kann. Da hört sich wunderbar an, wunderbar an, wunderbar an. Ich habe nichts, wofür ich kämpfen kann. Da hört sich wunderbar an. Hallo Welt! In der Welt geschieht so vieles und leider geht vieles davon zwangsläufig an einem vorbei. Bei manchen Themen mag das wirklich schade sein. Daher spreche ich hiermit gerne eine Einladung für alle wichtigen Anliegen und ebenso an alle eventuellen Interviewpartner aus. Leider kann ich auch nicht auf alles reagieren, was auf der Welt geschieht. Doch ich bin für jedes Thema offen und womöglich lohnt sich das Anschreiben. Gleiches gilt für alle Musiker. Gerne könnt ihr mich bezüglich eurer Kompositionen kontaktieren. Vielleicht lässt sich davon irgendwas verwenden. Ähnliches gilt für alle möglichen Belange
die mich vielleicht teilweise derzeit noch gar nicht erreichen mögen. Eine kurze Nachricht reicht. Ich freue mich. Wunderbar. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ach, alles, was... Sie gehen mir auf den Sack, echt. Ja, you took a piece of my heart. I never thought that this could fall apart. You said you fell in love, and this was more than I had ever been afraid of. Another life, another happy ending. It cuts like a knife. Another place, another time, another hand to touch, another sun to shine. You got me deeper than deep, and I'm constantly blind. Das macht mich stolz und dankbar. Stop it. Jetzt folgen eigene bekannte musikalische Werke. Ich beginne mit jeden Abend da zu sitzen. Ein musikalisches Werk, bei dem ich mich neben weiteren vor allem auf die Zitate des Stefan Raab bezog. Und zur musikalischen Unterstreichung Reiswerkswetter Dubweiß von Speck bearbeitete. Darauf folgt: Ich bin dumm, ich fress bei doof. Ein von mir vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk zur musikalischen Untermalung einer von mir bearbeiteten Version von DJ Cottpuls, George Elinas Remix von George Elinas. Anschließend spiele ich Frauen nerven, ich spiele Pokémon, ein von mir vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk zur musikalischen Hinterlegung einer von mir selbst bearbeiteten Version von Hidden Blues von Pix. Danach lasse ich hören Gib ihm nicht die Hand, ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk, bei dem ich zur musikalischen Hinterlegung Ave Maria Hip-Hop-Instrumente von Robert Ho bearbeitete. Und last but not least Angela, ich liebe dich. Ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk. Zur musikalischen Hinterlegung bearbeitete ich Cotton Eye Joe von Rednecks. Viel Spaß! Also das hat mir mehr Spaß gemacht, da rumzusitzen, am Pult zu mischen. Jeden Abend da zu sitzen, jeden Abend da zu sitzen. Letztes Spiel hatten wir in Platz 3 Spitze. Jeden Abend da zu sitzen, jeden Abend da zu sitzen. So sieht das aus. So hört sich das an. Scheinbar spontan. Für seine Kreativität ist er bekannt. Ich habe für Dieter Bürgi einen Song gemacht und ein kleines Video gedreht. Schauen Sie sich das bitte an. Ah, ein Engländer. Nee. Ihr seid schwul. Nee, auch nicht. Warum sprecht ihr dann so? Mehr Spaß gemacht, da rumzusitzen, am Pult zu mischen. Jeden Abend da zu sitzen, jeden Abend da zu sitzen. Letztes Spiel hatten wir in Platz 3 Spitze. Jeden Abend da zu sitzen, jeden Abend da zu sitzen.
So sieht das aus. So hört sich das an. Aber ich kann das selber kontrollieren. So sieht das aus. So hört sich das an. Dass ich euch hier durch die Gegend kurven. Und so kann ich da auch mitfahren. Also. Jetzt ist das deutsche Grand Prix Team komplett im Aberland. So sieht das aus. So hört sich das an. Also das hat mir mehr Spaß gemacht, da rumzusitzen, am Pool zu mischen. Jeden Abend da zu sitzen, jeden Abend da zu sitzen. Letztes Spiel hatten wir in Platz 3 Spitzen. Jeden Abend da zu sitzen, jeden Abend da zu sitzen. Die meisten Sachen entstehen wirklich spontan. So sieht das aus. So hört sich das an. Aber in den meisten Fällen oder sehr häufig sind die Sachen schon sehr spontan. Auch dementsprechend sehr markant. Ich glaube, hier will gar keiner mehr die Biene Maya hören. So sieht das aus. So hört sich das an. Das hat mir mehr Spaß gemacht, da rumzusitzen, am Pool zu mischen. Jeden Abend da zu sitzen, jeden Abend da zu sitzen. Letztes Spiel hatten wir in Platz 3 Spitzen. Jeden Abend da zu sitzen, jeden Abend da zu sitzen. Im Fernsehen ist der Papa, der macht den lustigen Onkel, damit er euch was zum Anziehen kaufen kann. Das ist grundsätzlich an alle Menschen. Aber ich meine, die Presse war auch nicht ganz unschuldig daran. Also da Blut, Schweiß und Tränen, Herr Beckmann. So sieht das aus. So hört sich das an. Und habt diesen Beitrag dann. Beinharter Businessman, grandioser Comedian. Mehr Spaß gemacht, da rumzusitzen, am Pool zu mischen. Jeden Abend da zu sitzen, jeden Abend da zu sitzen. Letztes Spiel hatten wir in Platz 3 Spitzen. Jeden Abend da zu sitzen, jeden Abend da zu sitzen. So sieht das aus. So hört sich das an. Und zwar, ich rufe im Namen vom Radpress.de-Forum an. So sieht das aus. So hört sich das an. Und wer spricht das denn jetzt wie aus? Antanasius? So sieht das aus. So hört sich das an. Stefan, mit dem großen Erfolg, den du hattest und hast, ging natürlich auch einher, dass du sehr viel Geld verdient hast. Du bist ein reicher Mann. So sieht das aus. So hört sich das an. Mehr Spaß gemacht, da rumzusitzen, am Pool zu mischen. Jeden Abend da zu sitzen, jeden Abend da zu sitzen. Letztes Spiel hatten wir in Platz 3 Spitzen. Jeden Abend da zu sitzen, jeden Abend da zu sitzen. Viertel nach 11 oder so, Montag bis Freitag, Comedy-Show auf Pro 7. Ab wann? Du bist ja auch, mit, auch noch Tüten und so und weiß nicht, was man lieber gebrauchen kann. Ne? Am Montag geht's los, Stefan. So sieht das aus. So hört sich das an. Das hat mir mehr Spaß gemacht, da rumzusitzen, am Pool zu mischen. Jeden Abend da zu sitzen, jeden Abend da zu sitzen. Letztes Spiel hatten wir in Platz 3 Spitzen. Jeden Abend da zu sitzen, jeden Abend da zu sitzen. Und dann
Und da rufst du so teilweise mit verstellter Stimme Leute an, ne? In der Heavy-Metal-Szene bin ich ja als Schwuchtelmucker bekannt. Ich weiß nicht, ob das schon als Freundschaft bezeichnet wird, aber ich würde sagen, das ist relativ nah dran. So sieht das aus! So hört sich das an! Welche Hilfe bietet Gildo an? Also das hat mir mehr Spaß gemacht, da rumzusitzen, am Pult zu mischen. Jeden Abend da zu sitzen, jeden Abend da zu sitzen. Letztes Spiel hatten wir in Platz 3 Spitzen. Jeden Abend da zu sitzen, jeden Abend da zu sitzen. Bin ich da hingekommen und dann... Das war eine verkürzte Version des Interviews, was auf einer Internetseite stand. Und als Nachfolger für TV Total wird schon Oliver Pocher genannt. Ich habe dann auch mit ihm telefoniert. Er hat mich angerufen. Bitte, wer war es? Nein, doch, bitte. Nein, das gehört da. Ich meine, da bin ich eher ein Mann. Das hat mir mehr Spaß gemacht, da rumzusitzen, am Pult zu mischen. Jeden Abend da zu sitzen, jeden Abend da zu sitzen. Letztes Spiel hatten wir in Platz 3 Spitzen. Jeden Abend da zu sitzen, jeden Abend da zu sitzen. So sieht das aus, so hört sich das an. Bei Stimmbändern nicht. Auch dann. Okay, ich fange an. Rückblickend, Stefan. Es sind Informationen, die man ganz legal erwerben kann. So sieht das aus. So hört sich das an. Sicherheit hat also Vorrang. Das hat mir mehr Spaß gemacht, da rumzusitzen, am Pult zu mischen. Jeden Abend da zu sitzen, jeden Abend da zu sitzen. Letztes Spiel hatten wir in Platz 3 Spitzen. Jeden Abend da zu sitzen, jeden Abend da zu sitzen. Kein Problem. Hoch illegal in Deutschland. Ich habe nichts, wofür ich kämpfen kann. Ich bin niemand. Muss ja respektieren die anderen Kollegen. Haben viel nette Kollegen. Ist klar, diese Wörter. Ich möglichst verstehe, was ich halt gesagt. Dann. Also das hat mir mehr Spaß gemacht, da rumzusitzen, am Pult zu mischen. Jeden Abend da zu sitzen. Letztes Spiel hatten wir in Platz 3 Spitzen. Jeden Abend da zu sitzen. Jeden Abend da zu sitzen. So sieht das aus. So hört sich das an. Er hört sich wunderbar an. Ja, du, was grinst du mich an, ne? Der berühmte schwarze Mann. Wir sind der berühmte schwarze Mann. So sieht das aus. So hört sich das an. Er hört sich wunderbar an. Ja, du, was grinst du mich an, ne? Schwarze Mann. Also das hat mir mehr Spaß gemacht, da rumzusitzen, am Pult zu mischen. Jeden Abend da zu sitzen, jeden Abend da zu sitzen. Letztes Spiel hatten wir in Platz 3 Spitzen. Jeden Abend da zu sitzen, jeden Abend da zu sitzen. We'll be right back.
Ich bin dumm, ich fress bei doof. Gemüse kommt nicht auf meinen Hof. Natürlich auch kein Biogebrüll. Das sehr knüllig und darf ich auf den Müll. Ich hau nur noch Fastfood mich ein und dann pinkel ich den Stein. Gesundheitsbewusst kommt nicht auf meinen Hof. Ich bin dumm, ich fress bei doof. Gesundheit ist mir doch egal. Noch nie gehört von jeder Tier Qual. Solange das Portemonnaie es hergibt, fress ich, bis ich umkipp. Wie gerne werd ich dabei dick. Dünn sein ist für mich nicht schick. Alles andere ist Schinderei und mir ganz einerlei. Ich bin dumm, ich fress bei doof. Gemüse kommt nicht auf meinen Hof. Natürlich auch kein Biogebrüll. Das sehr knüllig und werf ich auf den Müll. Ich hau nur noch Fastfood mich rein und dann pinkel ich den Stein. Gesundheitsbewusst kommt nicht auf meinen Hof. Ich bin dumm, ich fress bei doof. Was stört mich, was andere denken? Ich werde mich selbst beschenken. Ich hole Burger für Burger und Pommes frites für Pommes frites. Ich merke, ich bin kein Worker. Das Ganze macht mich eher fit. Für all das, was ich fressen müsste, lauf ich weder zum Bauern noch zur Küste. Ich bin dumm, ich fress bei doof. Gemüse kommt nicht auf meinen Hof. Natürlich auch kein Biogebrüll. Das sehr knüllig und werf ich auf den Müll. Ich hau nur noch Fastfood mich ein und dann pinkel ich den Stein. Gesundheitsbewusst kommt nicht auf meinen Hof. Ich bin dumm, ich fress bei doof. Ich liebe das goldene M. Ebenso wie einen Kinn. Das alles brenne ich mir mit. Ich wirke alt, das macht mich schick. Am besten aus dem nächsten Supermarkt. Da halt ich an, das macht mich stark. Doch kochen ist nicht ganz mein Ding. Ich werf es weg und geh zum Kinn. Ich bin dumm, ich fress bei doof. Gemüse kommt nicht auf meinen Hof. Natürlich auch kein Biogebrüll. Das sehr knüllig und werf ich auf den Müll. Ich hau nur noch Fastfood mich rein und dann pinkel ich den Stein. Gesundheitsbewusst kommt nicht auf meinen Hof. Ich bin dumm, ich fress bei doof. Ich bin dumm, ich fress bei doof. Gemüse kommt nicht auf meinen Hof. Natürlich auch kein Biogebrüll. Das sehr knüllig und werf ich auf den Müll. Ich hau nur noch Fastfood mich rein und dann pinkel ich den Stein. Gesundheitsbewusst kommt nicht auf meinen Hof. Ich bin dumm, ich fress bei doof. Ich bin dumm, ich fress bei doof. Gemüse kommt nicht auf meinen Hof. Natürlich auch kein Biogebrüll. Das sehr knüllig und werf ich auf den Müll. Ich hau nur noch Fastfood mich rein und dann pinkel ich den Stein. Gesundheitsbewusst kommt nicht auf meinen Hof. Ich bin dumm, ich fress bei doof. Pokémon, Frauen nerven, da braucht ihr schon. Immer wieder nur diese Kratze. Man bekommt doch einander Katze. Meine Eier kann besser werden und auch Angriffe abwehren.
Frauen nerven, da braucht ihr schon. Frauen nerven, das spielt Pokémon. Immer nur, weil es gezählt ja. Und das auch noch bei jedem Wetter. Das geht doch auf die Treter. Wer will das? Ich werd Hater. Keine Frau in meinem Leben. Und jetzt noch die Erdenbeben. Eine Zeitvertreib, finde ich schon. Frauen nerven, ich bin Pokémon. Frauen nerven, ich bin Pokémon. Frauen nerven, wer braucht die schon? Immer wieder nur diese Ratsche. Man bekommt doch einander Ratsche. Meine Eier kann ich besser wärmen und auch Angriffe abwehren. Frauen nerven, wer braucht die schon? Frauen nerven, ich bin Pokémon. Was will man denn davon erwarten? Sie meckern, ich will starten. Ich kenne Besseres als Geschrei. Dabei sind sie mir nicht einerlei. Doch schimpfen, meckern, schreien, das muss auch mal vorbei sein. Ich mach die Welt, wie es mir bekommt. Frauen nerven, ich will Pokémon. Frauen nerven, ich will Pokémon. Frauen nerven, wer braucht die schon? Immer wieder nur diese Quatsche. Man bekommt doch einander Ratsche. Meine Eier kann ich besser wehren und auch Angriffe abwehren. Frauen nerven, wer braucht die schon? Frauen nerven, ich bin Pokémon. Alle über einen Kamm zu scheren, keine von ihnen zu begehren, das wäre voll total daneben. Doch Schattenseiten gibt es eben. Diese zu überstehen, kostet manchmal Kraft, die nicht jedermann so genügend hat. Damit sage ich, der Wandel hat begonnen. Frauen nerven, ich bin Pokémon. Frauen nerven, ich bin Pokémon. Frauen nerven, wer braucht die schon? Immer wieder nur diese Quatsche. Man bekommt auf einander Faxe. Meine Eier kann ich besser wärmen und auch Angriffe abwehren. Frauen nerven, wer braucht die schon? Frauen nerven, ich bin Pokémon. Vergrabe sie am besten ganz tief im Sand. Er sieht ganz normal aus, lässt selten mal die Sau raus, ohne Bart und Schnurrbart hier. Aber was du nicht tun darfst, verrate ich dir. Gib ihm nicht die Hand. Gib ihm nicht die Hand. Gib ihm nie die Hand. Vergrabe sie am besten ganz tief im Sand. Er ist Moslem, die stehen nicht da drauf. Er ist Moslem, kommt selten aus dem Haus. Er betet nur den ganzen Tag. Und schon oft hat eine Frau gesagt: Gib ihm nicht die Hand. Gib ihm nicht die Hand. Gib ihm nie die Hand. Vergrabe sie am besten ganz tief im Sand. Der Ober schiebt ihm den Stuhl ran, aber beachtet dich nicht, denn er ist ein Mann, ein muslimischer Mann. Für ihn existiert nicht mal dein Gesicht. Gib ihm nicht die Hand. Gib ihm nicht die Hand. Gib ihm nie die Hand. Vergrabe sie am besten ganz tief im Sand. Gehe nie Hand in Hand mit deinem Freund, vor sowas man hier auf jeden Fall scheut. Ein schwules Pärchen ist aber ganz normal, da schaut man noch nicht einmal. Gib ihm, gib ihm,
gib ihm nicht die Hand. Gib ihm nie die Hand. Vergrabe sie am besten ganz tief im Sand. Gehe entlang an der Wand, niemals mit deinem Freund Hand in Hand. Sowas sieht man hier gar nicht gern. Die Polizei wartet nur, dich zu entfernen. Gib ihm nicht die Hand. Gib ihm nicht die Hand. Gib ihm nie die Hand. Vergrabe sie am besten ganz tief im Sand. Angela, ich liebe dich. 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 Du magst nicht meine Lieder, ich bin dir viel zu bieter. Ich weiß genau, du magst mich nicht, doch Angela, ich liebe dich. Angela, ich liebe dich. Angela, ich liebe dich. Angela, ich liebe dich. Du lässt kein gutes Haar an mir, mit nichts, was ich tue, gefallen ist dir. Ich weiß genau, du magst mich nicht, doch Angela, Angela, ich liebe dich. Angela, ich liebe dich. Angela, ich liebe dich. Du bist total befangen, möchtest mich verbannen. Ich weiß genau, du merkst es nicht, doch Angela, ich liebe dich. Angela, ich liebe dich. Angela, ich liebe dich. Angela, ich liebe dich. Ich soll doch hin, wo Pfeffer weg. Möchtest, dass ich mich zerfetzt? Ich weiß genau, du magst mich nicht. Doch Angela, ich liebe dich. Angela, ich liebe dich. Angela, ich liebe dich. Angela, ich liebe dich.
wunderbar, wunderbar, wunderbar. Dann hören alle mal den Chat. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ach, alles, ja, was... Sie gehen mir auf den Sack, echt. You took a piece of my heart. I never thought that this could fall apart. You said you fell in love, and this was more than I had ever been afraid of. Another life, another happy ending. It cuts like a knife. Another place, another time. Another hand to touch, another sun to shine. You got me deeper than deep, and I'm constantly blind. Das macht mich stolz und dankbar. Stop it. Jetzt folgen eigene bekannte musikalische Werke. Ich beginne mit Fundamentalisten Love Song. Ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk. Zur musikalischen Hinterlegung dieser Version bearbeitete ich Downs Battle Instrumental von Ivan Shaw. Darauf folgt Im Knast gestochen, ein kurzes Lied, bei dem ich neben weiteren vor allem die Zitate des Herrn Stefan Raab verwendete und für den musikalischen Background Love Jones von Lance Field bearbeitete. Anschließend spiele ich Ich fahr für dich in die Hölle. Ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk. Für die musikalische Unterstreichung dieser Version bearbeitete ich Drive von Alex Berosa. Danach lasse ich hören Wir sind 50 Millionen. Ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk zur musikalischen Unterstreichung einer von mir bearbeiteten Version von New York City Instrumental von Spinnin' Merkaba. Und last but not least Die Sehnsucht nach der Ferne. Ein vollständig selbstständig erstelltes musikalisches Werk, bei dem ich für den musikalischen Hintergrund New Life von den Fireproof Babies bearbeitete. Viel Spaß! Starr auf deine Titten, denn ich bin Muslim. Irgendwann glaube ich, ich ergang mit dir intim. Dann hau ich dir auch ein und schon bist du mein. Ich bin Fundamentalist, es ist nun mal wie es ist. Ich unterdrücke dich und werfe dich in den Knast. Ganz einfach, weil du absolut alles für mich hast. Du bist für mich die Schönste, ich bin so verliebt in dich. Und nach ein paar Stockschlägen willst du vielleicht auf mich. Steinzeit Power, Steinzeit, Steinzeit, Steinzeit Power, Steinzeit Power, Steinzeit Power. Ich starr auf deine Titten, denn ich bin Muslim. Irgendwann glaube ich, ich ergang mit dir intim. Dann hau ich dir aber rein und schon bist du mein. Ich bin Fundamentalist, es ist nun mal wie es ist. Steinzeit Power, Steinzeit, Steinzeit, Steinzeit Power, Steinzeit Power, Steinzeit Power. Ich zerre dich in meine Höhle, weil ich sehr viel für dich fühle. Dann nehme ich dir die Kinder weg und missbrauche dich für Sex. Der siebenälteste sprach, du bist nun mein. Und von nun an
schenke ich dir öfter mal einfach ein. Ich bin Fundamentalist. Ich kann dir zeigen, wie stark meine Faust ist. Ich bin. Ich bin Fundamentalist. Ich zeige dir, wie hart mein Hammer ist. Ich starre auf deine Titten, denn ich bin Muslim. Irgendwann glaube ich, ich ergab mit dir intim. Dann hau ich dir einfach rein und schon bist du mein. Ich bin Fundamentalist, es ist nun mal wie es ist. Ich bin Fundamentalist. Ich kann dir zeigen, wie stark meine Faust ist. Ich bin. Ich bin Fundamentalist. Ich zeige dir, wie hart mein Hammer ist. Allah weiß, dass ich dich lieb. Drum versetze dir den nächsten Hieb. So ist das halt bei Fundamentalisten. Ist mir langweilig, zerhacke ich dich und stecke dich in Kisten. Steinzeit Power. Ich starre auf deine Titten, denn ich bin Muslim. Irgendwann glaube ich, ich ergab mit dir im Team. Dann hau ich dir einfach ein und schon bist du mein. Ich bin Fundamentalist, es ist nun mal wie es ist. Ich bin Fundamentalist. Ich kann dir zeigen, wie stark meine Faust ist. Ich bin. Ich bin Fundamentalist. Ich zeige dir, wie hart mein Hammer ist. Zum Glück ist das Lied nur ausgedacht. Niemals habe ich so etwas gemacht. Ich habe es auch niemals vor. Dein Glück geht für mich allem vor. Starr auf deine Titten, denn ich bin Muslim. Irgendwann glaube ich, ich ergab mit dir intim. Dann hau ich dir einfach rein und schon bist du mein. Ich bin Fundamentalist, es ist nun mal wie es ist. Ich starr auf deine Titten, denn ich bin Muslim. Irgendwann glaube ich, ich ergab mit dir intim. Dann hau ich dir einfach rein und schon bist du mein. Ich bin Fundamentalist, es ist nun mal wie es ist. Also es wird weiterhin sowas geben, aber nicht mehr ganz so reißerisch. Es wird etwas seriöser und... Deswegen das Tattoo wahrscheinlich. Ganz genau. Darf ich das mal sehen? Was ist das für ein Tattoo? Das ist ein Pentagramm. Sieht ein bisschen so aus, als wenn es im Knast gestochen wird. Im Knast gestochen. Er hat von der nationalen Aufgabe gesprochen. Den Knast gestochen. Oder in 2 Wochen oder 3 Wochen. Den Knast gestochen. Wir haben eben über Größenwahn gesprochen. Er hat von der nationalen Aufgabe gesprochen. Den Knast gestochen. So sieht das aus. Es sieht auch noch nach Sport aus. So hört sich das an. So sieht das aus. Nee, das ist alles so, das ist so Zufall. Das sieht immer so aus. So hört sich das an. So sieht das aus. Habt ihr da Millionen verbraten? Nee, das sieht nur so aus. So hört sich das an. So sieht das aus. So sieht das aus. Er hat von der nationalen Aufgabe gesprochen. Den
Knast gestochen. Oder in zwei Wochen oder drei Wochen. Im Knast gestochen. Im Knast gestochen. Wir haben eben über Größenwahn gesprochen. Im Knast gestochen. Wir haben eben über Größenwahn gesprochen. Im Knast gestochen. Er hat von der nationalen Aufgabe gesprochen. Im Knast gestochen. Er probiert etwas aus. Natürlich denken wir so ein paar Sachen auch vorher aus. Es sieht auch noch nach Sport aus. Ich wünsch mir eine kleine Miezekatze für mein Wochenendhaus. So sieht das aus. Also mach die Kamera aus. Sah euer erstes Cover nicht auch so aus? Da reicht die Freundesliste aus. Licht aus. Knast gestochen. Er hat von der nationalen Aufgabe gesprochen. Im Knast gestochen. Oder in zwei Wochen oder drei Wochen. Im Knast gestochen. Im Knast gestochen. Wir haben eben über Größenwahn gesprochen. Im Knast gestochen. Wir haben eben über Größenwahn gesprochen. Im Knast gestochen. Er hat von der nationalen Aufgabe gesprochen. Im Knast gestochen. Knast gestochen. Er hat von der nationalen Aufgabe gesprochen. Im Knast gestochen. Oder in zwei Wochen oder drei Wochen. Im Knast gestochen. Im Knast gestochen. Wir haben eben über Größenwahn gesprochen. Im Knast gestochen. Wir haben eben über Größenwahn gesprochen. Im Knast gestochen. Er hat von der nationalen Aufgabe gesprochen. Im Knast gestochen. Alles, was ich will, mit deinem Bild in meinem Kopf. Nichts bedeutet mir so viel. Ich achte nur darauf, dass du an meiner Seite glücklich bist. Das ist alles. Du bist alles, was für mich wichtig ist. Ich lasse dich frei sein, doch ich will bei dir sein. Du bist meine Königin, ich dein Prinz. Du bekommst alles, weil du mein Herz gewinnst. Hölle, 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 Hölle. Feuer, 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 Feuer. Liebe, 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 Liebe. Alles einfach nur für dich. Ich fahre dich in die Hölle. Das ist alles, was ich will. Mit deinem Bild in meinem Kopf. Nichts bedeutet mir so viel. Ich achte nur darauf, dass du an meiner Seite glücklich bist. Das ist alles. Du bist alles, was für mich wichtig ist. Hölle, 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 Hölle. Feuer, 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 Feuer. Liebe, 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 Liebe. Alles einfach nur für dich. Ich finde dich sehr attraktiv, auch in Schlapperpulli und in Jeans. Du bist die Frau, um die sich mein gesamtes Leben dreht. Ich tue alles für dich und möchte nur, dass du niemals gehst. Mit deinem Bild in meinem Kopf und du drückst auf diesen Knopf, deine Liebe in meinem Herz vertreibt jeden Kummer und auch Schmerz. Ich fahre dich in die Hölle, das ist alles, was ich will. Mit deinem Bild in meinem Kopf, nichts bedeutet mir so viel. Ich achte nur darauf, dass du an meiner Seite glücklich bist. Das ist alles. Du bist alles, was für mich wichtig ist. Mit deinem Bild in meinem Kopf
und du drückst auf diesen Knopf. Deine Liebe in meinem Herz vertreibt jeden Kummer und auch Schmerz. Ich lasse dich gerne die Zügel schießen, doch bitte tu kein Öl ins Feuer gießen. Du kannst jederzeit gehen, doch bitte komm immer wieder zu mir zurück. Du weißt genau, du bist und warst schon immer mein ganz großes Glück. Ich fahre dich in die Hölle, das ist alles, was ich will. Mit deinem Bild in meinem Kopf, nichts bedeutet mir so viel. Ich achte nur darauf, dass du an meiner Seite glücklich bist. Das ist alles, du bist alles, was für mich wichtig ist. Ich fahre dich in die Hölle, das ist alles, was ich will. Mit deinem Bild in meinem Kopf, nichts bedeutet mir so viel. Ich achte nur darauf, dass du an meiner Seite glücklich bist. Das ist alles, du bist alles, was für mich wichtig ist. Wir sind 50 Millionen, wir kommen, um euch zu entthronen. Wir hüpfen und wir springen, wir können auch gemeinsam sinnen und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denkt ihr denn, wir spinnen, wir werden euch nicht mehr verschonen, denn wir sind 50 Millionen. Im kuscheligen Federkleid sind wir schön und bald gefeit vor euren Gräueltaten. Ihr könnt uns doch nicht ewig jagen. Irgendwann sind die Maschinen auf euch gerichtet und eure Verbrechen werden schwer gewichtet. Dann schützt euch auch nicht mehr dieser Staat. Stellt die Tötungsmaschinen sofort ab. Stellt die Tötungsmaschinen ab. Stellt die Tötungsmaschinen ab. 50 Millionen. Wir sind 50 Millionen. Wir kommen, um euch zu entthronen. Wir hüpfen und wir springen. Wir können auch gemeinsam sinnen. Und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denkt ihr denn, wir spinnen? Wir werden euch nicht mehr verschonen, denn wir sind 50 Millionen. 50 Millionen. Wir rackern für unser Leben gern, wir rackern ob nah ob fern. Wir werden uns zusammenrotten und euch erfolgreich stoppen. Ihr könnt uns doch nicht ewig die Knochen brechen, in viele Millionen kleine Herzen stechen. Wir schlagen irgendwann zurück, dann braucht ihr sehr viel Glück. Stellt die Tötungsmaschinen ab. 50 Millionen. Wir sind 50 Millionen. Wir kommen, um euch zu entthronen. Wir hüpfen und wir springen. Wir können auch gemeinsam sinnen.
und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denkt ihr denn, wir spinnen? Wir werden euch nicht mehr verschonen, denn wir sind 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. Wir wehren uns mit nur einem Ziel. Diese Schandtat bleibt nicht ewig euer Spiel. Irgendwann ist es vorbei und dann sind wir wieder frei. Wir merken uns, was ihr da tut. Wir sehen noch immer unser Blut. Doch wir empfehlen euch vorab, stellt die Tötungsmaschinen ab. 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 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. Wir sind 50 Millionen. Wir kommen, um euch zu entthronen. Wir hüpfen und wir springen. Wir können auch gemeinsam sinnen. Und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denkt ihr denn, wir spinnen? Wir werden euch nicht mehr verschonen. Denn wir sind 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. Wir sind 50 Millionen. Wir werden bald in Freiheit leben. Wir hüpfen und wir springen. Wir können auch gemeinsam sinnen. Und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denkt denn wir spinnen. Wir werden irgendwann in Freiheit leben. Denn wir sind 50 Millionen. Es ist die Sehnsucht nach der Ferne. Ich ergreife jetzt die Sterne. Ich will über fremde Grenzen sehen und so manches Herz noch stehlen. Ich möchte hier und da der Größte sein. Ich möchte zeigen, diese Welt ist mir zu klein. Ich möchte zeigen, wer ich bin und was ich kann. Was danach kommt, bedenke ich erst dann. Dieses Dorf wird mir zu klein. Ich möchte lieber auf Reisen sein. Die Fernluft trägt mich ganz geschwind. Ich fühle mich fast wie ein Kind. Ich ziehe über Berge und auch Täler. Die Wege werden breiter und auch schmäler. Die Lust zu reisen trägt mich ganz weit fort. Ich bin gern gesehen an jedem Ort. Es ist die Sehnsucht nach der Ferne. Ich ergreife jetzt die Sterne. Ich will über fremde Grenzen sehen und so manches Herz noch stehlen. Ich möchte hier und da der Größte sein. Ich möchte zeigen, diese Welt ist mir zu klein. Ich möchte zeigen, wer ich bin und was ich kann. Was danach kommt, bedenke ich erst dann. Bei Freunden bin ich stets zu Hause, egal in welchem Schritt ich brause. Ich habe einfach Spaß daran, das ist das Ziel, sofern man kann. Heute hier und morgen dort, ich bin gern gesehen an jedem Ort. Neue Einblicke gewinne ich genug, ich merke bald, das tut mir gut. Es ist die Sehnsucht nach der Ferne. Ich ergreife jetzt die Sterne, ich will über fremde Grenzen sehen
und so manches Herz noch stehlen. Ich möchte hier und da der Größte sein. Ich möchte zeigen, diese Welt ist mir zu klein. Ich möchte zeigen, wer ich bin und was ich kann. Was danach kommt, bedenke ich erst dann. Es ist die Sehnsucht nach der Ferne. Ich ergreife jetzt die Sterne. Ich will über fremde Grenzen sehen und so manches Herz noch stehlen. Ich möchte hier und da der Größte sein. Ich möchte zeigen, diese Welt ist mir zu klein. Ich möchte zeigen, wer ich bin und was ich kann. Was danach kommt, bedenke ich erst dann. Leider ist die Sendezeit fast vorüber. Das nächste Mal sind wieder einige bekannte und hoffentlich auch einige neue Werke zu hören. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ihr wisst ja, wo ich sende. Wer den nächsten Sendetermin nicht mühsam im Programmkalender suchen möchte, kann gerne meine Künstlerseite auf Facebook abonnieren. Ich bin dort hoffentlich unter meinem Namen Carsten Todd zu finden. Mich schreibt man übrigens mit C. Ich freue mich, wenn ihr für mich sogar einmal auf Gefällt mir drückt. Hin und wieder poste ich übrigens auch was bei YouTube. Ebenso bin ich auf vielen weiteren Wegen erreichbar. Natürlich freue ich mich auch auf eure Nachrichten. Ich bedanke mich bei allen Künstlern, Sendern und Kanälen für das veröffentlichte Material, welches ich hier gern zitiere, sowie bei allen Zuhörern für das Interesse, welchen Mist ich mal wieder verzapfe. Zum Abschluss lasse ich nochmal die Kontaktdaten des Senders hören. Bis bald! Telefon 03641/522020. Fax 03641522211. E-Mail carsten.todd@uni-jena.de. E-Mail-Adresse des Senders: info@radio-okj.de. Facebook: www.facebook.com/carsten.todd.009/.